Wir machen inshallah ta'ala weiter an der Stelle, an der wir stehen geblieben sind und reden jetzt über die Absicht an-Niyya. Das Wort Niyya, liebe Geschwister, kommt vom arabischen Verb Nawa und bedeutet beabsichtigen. Ein anderes Wort im Arabischen ist Qasada, heißt auch beabsichtigen. Und die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob die Niyya ein Fard ist, ein Rücken ist oder ob es eine Voraussetzung, ein Schart ist. Und für die Geschwister, als wir im Fiqh durchgegangen sind, haben wir gesagt, dass es eine Voraussetzung ist. Und der Gelehrte ist jeder Ansicht ein Rücken ist, deswegen hat das im Buch erwähnt. Ansonsten gilt auch für die Niyya, dass sie etwas ist, das den Salah vorausgeht. Denn du musst erst die Absicht fassen und dann kannst du den Takbir sprechen. Du kannst nicht beten und dann den Takbir sprechen. Die Absicht muss vorher schon gefasst werden. Und deswegen haben wir das als ein Schart erwähnt, wie dem auch sei. Wir lesen diesen Abschnitt. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Drittens, die Absicht al-Niyya. Der Betende muss unbedingt die Absicht für das Gebet, das er beten will, in seinem Herzen fassen und festlegen, welches Gebet er nun beten will, zum Beispiel ob ein Pflichtgebet wie das Mittagsgebet al-Dhuhr oder Nachmittagsgebet al-Asr beten will oder ihre zugehörigen Sunna-Gebete verrichten möchte. Die Absicht zu fassen ist eine Voraussetzung für das Gebet bzw. eine Säule Rücken des Gebetes. Wie das Aussprechen der Absicht mit der Zunge betrifft. Also der Autor sagte Schart bzw. Rücken. Wahrscheinlich, weil er am Anfang gesagt hat, dass er bei manchen Sachen nicht sicher ist und deswegen beides erwähnt. Ja? Weil manchmal der Gelehrte sieht Hinweise dafür, dass es Schart ist, wie wir gerade erklärt haben, sieht Hinweise dafür, dass es Rücken ist, weil ohne diese Niyya kann das Gebet nicht gültig sein. Deswegen lässt er es offen. Ja. Wie das Aussprechen der Absicht mit der Zunge betrifft, so ist das eine Neuerung im Islam Bid'ah, die im Widerspruch zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam steht. Keiner der Imame, die von blinden Nachahmen befolgt werden, hat dies da niemals gesagt. Und das gleiche auch sagt wie hier, dass die blinden Nachahmen, hier im Sinne von, sie machen blind nach, auch wenn es der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam widerspricht. Das ist hiermit gemeint. Aber ansonsten, jemand, der blind nachahmt, weil er sich selbst nicht auskennt, wie jeder von uns, das ist eine Sache, die absolut in Ordnung ist. Nur der Muslim sollte immer die Absicht haben, sollte er einen Beweis kennenlernen, der der Wahrheit näher ist als das, was er bislang gelernt hat, dann ist er jederzeit bereit, seine Absicht zu revidieren und der Wahrheit, die ihm klar geworden ist, zu folgen. Dann kommen wir zum Takbir. Takbir, liebe Geschwister, kommt vom arabischen Wort, heißt das dort von Kabir. Kabir bedeutet groß. Und Kabir, das Substantiv, das davon abgeleitet ist, Takbir, das heißt das Sprechen von dem Allahu Akbar, bedeutet auf Arabisch Ta'zim, das heißt Verherrlichung. Takbir bedeutet Ta'zim und bedeutet Verherrlichung. Und Takbir ist eine Abkürzung für die Aussage Allahu Akbar. Und diese Aussage Allahu Akbar bedeutet übersetzt Allah ist größer. Das heißt, größer als alles. Egal, was du jetzt danach erwähnst, Allah ist größer als das, subhanahu wa ta'ala. Das Gebet muss mit Allahu Akbar begonnen werden, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama, und darf nicht mit einem von Akbar abgeleiteten Begriff begonnen werden. Auf das kommt normalerweise auch, inshallah, keiner. Dass man zum Beispiel sagt, Allahul Akbar. Oder dass man zum Beispiel sagt, Allahu Kabir. Das wäre auch eine Form der Verherrlichung, aber es ist keine gültige Form, um das Gebet zu beginnen. Oder indem man zum Beispiel den Namen Allah austauscht durch Ar-Rahman. Indem man zum Beispiel sagt, Ar-Rahmanu Akbar. Ja? Richtigerweise darf man das nicht machen, weil der Prophet, a.s.,
hat jahrelang vorgebetet und wir kennen aus keinem einzigen Hadith, dass er diesen Begriff ausgetauscht hat durch einen anderen. Allahu a'lam. Viertens, der Gebetsbeginn mit Takbir. Danach eröffnet man das Gebet, indem man den Takbir spricht. Ja. Ich sage immer den arabischen Begriff vor und dann hören wir die Übersetzung an. Allahu Akbar. Allah ist größer als alles. Genau, als alles steht in Klammern, weil das ist ein Komparativ im Arabischen. Kabir heißt groß, Akbar heißt größer. Und größer als was? Als alles, was du dir vorstellen kannst, subhanahu wa ta'ala. Und beim Wort, beim Namen Allah, wer das auf die beste Art und Weise aussprechen möchte, und das sollte er auch machen, denn es ist der Name seines Gottes, subhanahu wa ta'ala, achtet darauf, dass erstens das L von Allah ist dunkel. Wir sagen nicht Allah, wir sagen Allah, Allah. Und da sollte man sich Mühe geben, dass er wenigstens den Namen seines Herrn subhanahu wa ta'ala aussprechen kann. Allahu Akbar. Und dann hier auch, dass man die Buchstaben, die dunkel sind, dunkel spricht und die Buchstaben, die hell spricht, hell spricht. Was ist dunkel an diesen Buchstaben? Welche Buchstaben von Allahu Akbar sind dunkel? Genau, zwei unterschiedliche Buchstaben. Einmal das L und natürlich das darauf folgende Alif ebenfalls. Das ist Lam. Du hast eigentlich zwei Lam, ne? Lam, ein zweites Lam, die sind miteinander verschmolzen. Und dann ein Alif danach und das Ra am Ende, wenn man darauf stehen bleibt oder auch nicht, das ist dunkel. Das heißt, wir sagen Allahu Akbar und alle anderen sind hell. Das heißt, ich sage nicht Allahu Akbar, ich sage Allahu Akbar. Die Hamza am Anfang ist A und nicht A. Ja? Und auch ich sage nicht Allahu Akbar, das Ba ist hell und nicht Ba, Bar. Dar, ja, ich sage Dar, das heißt, da ist hell. Und hier auch ist der Hinweis darauf, weil das Allahu Akbar kommt natürlich auch vor im Adhan und auch in der Iqama. Deswegen, wenn jemand diese Sache nicht weiß, wenn jemand diese Sache nicht gelernt hat, es gibt so viele Geschwister, die sich lächerlich machen vor der Gemeinschaft der Muslime, weil sie den Adhan falsch vorsagen oder die Iqama falsch vorsagen. Und die sich nicht einmal die Mühe machen, sich das richtig zu lernen. Und ich weiß nicht warum. Jemand, der das Mikrofon ergreift und den Adhan ausruft, wenn er nicht weiß, wie man diesen Adhan richtig ausspricht. Das ist unverschämt, weil das ist eine Pflicht für die Gemeinschaft, diesen Adhan in der Moschee auszurufen. Und diese Pflicht wird sehr oft verletzt. Warum? Weil die Leute sich nicht genug Mühe machen, um diese Worte richtig auszusprechen. Gibt es viele Fehler, die dabei gemacht werden? Ja, wenn du in die Moschee kommst und es ist keiner da und du bist der Einzige, der den Adhan ausspricht, khalas, du sprichst den Adhan aus. Aber es heißt nicht, dass du auch dann die Unverschämtheit ergreifen musst und auch noch die Iqama ausrufst. Also wenn du schon den Adhan gemacht hast, weil kein anderer da ist. Khalas, aber bei der Iqama ist der Bruder da, der normalerweise den Adhan ausruft und der es auch richtig kann, besser kann als du. Dann kann das kein Problem. Dann sag doch dem anderen, er soll die Iqama ausrufen und sag nicht, weil ich Adhan mache, mache ich auch die Iqama. Und fühlt sich dann auf dem Schlips getreten, wie man auf Deutsch sagt. Deswegen die Sachen, das geht hier um Religion und die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, nicht um deine Zufriedenheit und damit du das Mikrofon benutzt. Weil manche sind wie kleine Kinder, sie wollen auch endlich mal ins Mikrofon sprechen. Okay? Komm zu anderen Gebetszeiten, komm außerhalb der Gebetszeiten und mach, was du willst, aber stör nicht. Weil da gibt es viele Fehler, die gemacht werden. Viele Fehler, die gemacht werden. Und die sind unnötig, weil die Ursache dafür ist was? Dass der Bruder sich einfach keine Mühe gemacht hat, das einmal richtig vorzusagen. Das ist wie gesagt, weil das auch beim Adhan vorkommt. Ansonsten beim Salah, natürlich ebenfalls, sagt Allah, Allah ist größer. Allah Azza wa Jal ist größer als alle Menschen. Allah Subhanahu wa Ta'ala ist größer als alle Sorgen, die du hast. Allah Subhanahu wa Ta'ala ist größer als jedes Problem, das dich bedrückt. Allah Azza wa Jal ist größer als jeder Gott, der neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Allah Azza wa Jal ist größer als jegliches Geld. Allah subhanahu wa ta'ala ist größer als jede Macht, die jemand besitzt und sie gegen dich ausübt. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man diesen Takbir ausspricht vom Herzen, dann wird man insha'Allah ta'ala dieses Gebet, das man beginnt, genießen. Und man wird
inshallah ta'ala, dieses Gebet nicht nur genießen, sondern man wird dieses Gebet inshallah ta'ala auch sorgenfrei und problemfrei durchführen, bi'idhnillahi ta'ala. Wenn man Allahu Akbar sagt und weiß, was man sagt und es auch wirklich meint, was man in diesem Fall sagt. Ansonsten, wenn man das Salah beginnt und nur wartet, bis das Salah endlich zu Ende ist, wie wenn man sich auf einem heißen Stein, barfuß auf einem heißen Stein befindet, dann in diesem Fall, liebe Geschwister, weiß man, dass in deinem Herzen etwas ist, was größer ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Und das darf nicht sein. Und deswegen müssen wir unsere Herzen immer frei halten von allem außer unserem Herrn subhanahu wa ta'ala. Dies ist eine Säule des Gebets, Rücken, aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Schlüssel des Gebets ist die rituelle Reinigung. Das Verbot von allen außerhalb des Gebets liegenden Handlungen beginnt mit dem Takbir und die Erlaubnis beginnt mit dem Teslim, Friedensgruß, am Ende des Gebets. Na, also wenn der Prophet sagt, dass das Salah erst mit Takbir beginnt, dann wissen wir, dass es ohne Takbir nicht geht. Deswegen ist es eindeutig ein Rukun des Salah. Man darf nicht in allen Gebeten seine Stimme laut mit dem Takbir erheben, außer wenn man als Imam, Vorbeter das Gebet leiten will. Es ist erlaubt, dass der Gebetsrufer Muezzin den Takbir-Ruf des Imams an die Menschen weiterleitet, indem er im Anschluss den Takbir laut spricht. Wenn es einen Anlass dafür gibt, wie zum Beispiel Krankheit des Vorbeters, Schwäche seiner Stimme oder Vorhandensein von sehr vielen Beten hinter ihm, da ihn sonst nicht jeder hören würde. Das nennt man, diese Sache, liebe Geschwister, ist, wenn man zum Beispiel in einer großen Gemeinschaft ist und man hat keine technischen Möglichkeiten, man möchte, dass alle Leute den Takbir des Imam mitbekommen, damit sie wissen, wann sie in den Ruku' gehen und so weiter, dann in diesem Fall kann man jemanden beauftragen, der sich irgendwo weiter hinten befindet und quasi diesen Takbir weiter nach hinten durchgibt, indem der Imam Allahu Akbar sagt und er daraufhin das nachspricht, was der Imam gesagt hat und Allahu Akbar sagt. Das gilt natürlich für alle Dhikr, die der Imam laut spricht, alle Takbir, Entschuldigung, die der Imam laut spricht, außer natürlich bei Sami'a Allahu liman hamida. Bei Sami'a Allahu liman hamida spricht derjenige, der diesen Takbir, beziehungsweise in diesem Fall den Tasmi' nach hinten weitergeht, natürlich nicht Sami'a Allahu liman hamida nach, sondern was sagt er? Rabbana wa lakal hamd. Warum? Weil, wenn er jetzt sagt Sami'a Allahu liman hamida, dann sagt er etwas, was nicht Teil seines Salah ist. Und der Imam, der Ma'mum richtigerweise, wir sehen werden, er spricht nicht Sami'a Allahu liman hamd, sondern sagt nur Rabbana wa lakal hamd. Und deswegen das Einzige, was der andere macht letztendlich, ist, dass er seine Stimme mit dem Dhikr erhebt, den er sowieso sagt. Das ist alles, was er macht. Und sobald er etwas anderes sagt, was er eigentlich nicht sagen darf, ist ein Problem. Weil dann spricht er etwas, was nicht Teil des Salah ist. Und er setzt sein Gebet der Ungültigkeit aus. Ja? Und deswegen, der Imam sagt, der andere sagt, Rabbana wa laka. Derjenige, der hinter einem Imam betet, Ma'mum, spricht erst dann den Takbir aus, wenn der Imam den Takbir bereits zu Ende gesprochen hat. No. 4.1. Das Heben der Hände zum Takbir und die Art und Weise, wie man sie hebt. Der Betende kann seine Hände zeitgleich mit dem Sprechen des Takbir oder vor dem Takbir bzw. nach dem Takbir heben. All diese Möglichkeiten sind in der Sunna belegt. No. All diese Möglichkeiten, aber die bevorzugte ist natürlich, dass sie gleichzeitig gehoben werden mit dem Takbir. Dass man, während man Allahu Akbar sagt, hebt, wenn man fertig ist, nimmt man die Hände wieder runter. Ja? Allahu Akbar, und dann nimmt man sie runter. Oder, warum, was ist der Sinn des Ganzen? Denn, warum macht der Imam eine Aussage und eine Bewegung am Anfang des Salah? Damit jeder mitbekommt, dass der Imam das Salah begonnen hat. Durch die Aussage kriegt es jeder mit, der hören kann. Aber jemand, der nicht hören kann, weil er eben taub ist, sieht die Bewegung. Und deswegen soll es zeitgleich sein. Denn dadurch garantiert der Imam, dass der Ma'mum sein Gebet nicht zu früh beginnt.
würde der Imam seine Hände heben und danach als Allahu Akbar sagen, Allahu Akbar, dann kann es passieren, dass der hinten dran, der eben nicht hören kann, den Imam, der denkt, dass der Imam sein Gebet begonnen hat und er sagt Allahu Akbar, vor der Imam sein Gebet begonnen hat. Und dann ist natürlich sein Gemeinschaftsgebet ungültig. Also das Ma'mum. Und deswegen, damit man nicht, es gehört zur Nasiha des Imam, dass er nichts macht, wodurch er die Ma'mum, wie gesagt, wodurch er das Gebet der Ma'mum der Ungültigkeit aufsetzt. Ja. Deswegen, er soll dieses Allahu Akbar sprechen, zeitgleich mit dem Heben der Hände. Er nimmt seine Hände hoch und hält seine Finger gestreckt, das heißt gerade und nicht krumm. Also er macht nicht so zum Beispiel. Weil es heißt Heben der Hände. Auch wenn ich so mache, habe ich meine Hände gehoben. Okay? Aber es ist eindeutig überliefert, dass er sie gestreckt hat. Manche Ulama sind auch der Meinung, dass man sie sogar was es zusammen macht. Ja? Aber das ist nicht das Problem. Entscheidend ist, dass man sie streckt, die Hände. Die Finger meine ich. Die Hände hebt er nun in Schulterhöhe und manchmal hebt er sie höher bis an seine Ohrläppchen. 4.2. Das Platzieren der Hände und die Art und Weise, wie man sie platziert. Nach dem Takbir legt der Betende seine rechte Hand auf die linke Hand. Dies gehört zu den vorbildlichen Verhaltensweisen Sunnah der Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und außerdem befahl es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten. Deshalb ist es nicht erlaubt, die Arme seitlich herunterhängen zu lassen. Ja. Also gehört nicht nur zur Sunnah des Propheten alaihi salatu wasalam, sondern zur Sunnah der Propheten, dass sie im Gebet die rechte Hand auf die linke Hand gelegt haben. Und richtigerweise ist das Legen der rechten Hand auf die linke Hand eine Sunnah des Salah und keine Pflichthandlung des Salah. Denn das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und ich habe auch niemanden gefunden, der das als Pflicht bezeichnet hat. Und die zweite Sache ist, dass der Grund dafür ist natürlich der Hadith, in dem der Prophet a.s.w. selbst das Beten jemandem beigebracht hat und er nichts gesagt hat davon, dass man die rechte Hand auf die linke Hand legen muss. Und deswegen gilt diese Sache als eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, sollte jemand beten und seine Hände sind hängen herunter, ist das Gebet gültig. Es ist Gebet gültig, aber das Gebet ist unvollkommen. Unvollkommen, das heißt, er bekommt nicht die volle Belohnung, denn er hat diese Sunnah weggelassen. Und grundlos sollte man das auch nicht machen, es sei denn, man ist müde. Dann kann man natürlich die Hände herunterhängen lassen. Man platziert seine rechte Hand zugleich auf dem linken Handrücken, dem Handgelenk und dem Unterarm. Manchmal umgreift man mit der rechten Hand die linke Hand. Ja, im Hadith von Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi in Sahih al-Bukhari radiallahu ta'ala anhu, er berichtet, dass der Prophet sagte, uns ist angeordnet worden, dass wir die rechte Hand auf den linken Arm im Gebet legen. Dass wir die rechte Hand auf den linken Arm im Gebet legen. Deswegen, wenn man sie auf den linken Arm macht, ist es in Ordnung und gehört zur Sunnah. Und wenn man sie auf auf den linken Handrücken und dem Handgelenk und den Unterarm legt, ist auch in Ordnung und gehört auch zu dieser allgemeinen Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen hier hat man einen variablen Spielraum. All das ist Sunnah über den Propheten alaihi salatu wasallam. Denn wenn er gesehen wurde, dass er einmal seine Hand auf den Handrücken, Handgelenk und Unterarm gemacht hat, heißt es nicht, dass alle anderen Positionen keine Sunna sind. Also wenn du siehst, dass der Prophet ﷺ eine Sunna macht, heißt es dann, dass alles andere, was mit seinen Aussagen übereinstimmt, keine Sunna mehr ist? Natürlich nicht. Dann gibt es eine Regel, sie heißt, auf Arabisch, die ist sehr wichtig, sie heißt, ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِ لَا يَقْتَدِ التَّخْصِيصِ. Das heißt, die Erwähnung einzelner Beispiele aus einer allgemeinen Aussage bedeutet nicht, dass diese allgemeine Aussage eingeschränkt wird durch diese einzelnen Beispiele. Beispiel. Der Prophet sagt, dass du die rechte Hand auf den linken Arm legst. Jetzt wird er gesehen, a.s. das ist seine Aussage. Und jetzt wird er gesehen, a.s. wie er es einmal praktiziert.
Er macht es so zum Beispiel. Ich erfinde jetzt etwas. Ja? Er macht es so, wie er es gesagt hat. Heißt es, dass wenn er so macht, es nicht mehr Sünde? Heißt es, wenn er so macht, es keine Sünde mehr? Immer noch Sünde. Weil es stimmt überein mit der Aussage, die er gemacht hat, a.s. Nur in dieser Situation hat ein Sahabi ihn gesehen, dass er so gemacht hat. Okay? Deswegen, selbst wenn wir einen Konflikt hätten, so geht die Aussage vor seiner Handlung, a.s. Und manchmal umgreift man mit der rechten Hand die linke Hand. Man hat zwei Möglichkeiten, entweder man legt oder man greift. Und beides ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Punkt 3, wo die Hände aufgelegt werden sollen. Der Betende soll seine Hände nur auf seine Brust legen. Dies gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau. Im Gebet ist es nicht erlaubt, die rechte Hand auf seine Seite zu legen. Na, hier auch die Stelle, wo man es legt. Der Prophet sagt es, sallallahu alaihi wasallam, wie wir gerade gesagt haben, in Sahih Bukhari, uns ist angeordnet, also der Sahih, radiallahu anhu, sagte, uns ist angeordnet, im Gebet seine rechte Hand auf den linken Arm zu legen. Hat er in diesem Hadith gesagt, wo? Hat nicht gesagt. Weil, woher nehme ich dann die Einschränkung und sage ich, man darf es nur auf der Brust legen oder nur oder auf dem Bauchnabel oder unterm Bauchnabel oder zwischen Bauchnabel und Brust. Woher nehme ich diese Einschränkung? Ich habe keine Einschränkung. Und der Prophet a.s. im Hadith wurde gesehen, dass er sie auf die Brust gelegt hat. Irgendwo muss er sie hinlegen. Also wenn der Prophet gesehen wird, a.s., wie er diese allgemeine Aussage von ihm umsetzt, also du siehst jetzt den Propheten a.s., wie er seine rechte Hand auf seinen linken Arm irgendwo hinlegt. Irgendwo muss er es machen. Oben, unten, irgendwo muss es sein. Und jetzt das Sahabi sagt, an dem Tag, an dem ich ihn gesehen habe, habe ich gesehen, wie er sie auf die Brust gelegt hat. Heißt das, dass nur diese Stelle Sunnah ist? Vom Usul her auf gar keinen Fall. Vom Usul her auf gar keinen Fall. Weil wenn du das sagst, dann hast du viele Probleme in anderen Bereichen. Machst du dann nicht. Weil das Problem ist, manchmal macht man eine Aussage und dann weiß man nicht, welche Konsequenzen das hat. Weil wenn du nämlich eine Regel aufstellst, und du machst natürlich gerade eine Regel, wenn du sagst, ja, das bedeutet, wenn ich ihn sehe, wie er es macht, das ist eine Einschränkung seiner Aussage, dann ist eine Regel. Na, pass auf, denn ich pack dich an deinem Hals, immer wenn du die Regel wieder, wenn du dieser Regel widersprichst. Ob das im Zakat ist, ob das bei der Hajj ist, ob das bei Qiyam al-Layl ist, egal, ich pack dich. Ja? Deswegen pass auf, was du machst. Ja? Und deswegen, lass die Regeln von Usul Fiqh lieber, wie sie sind. Wenn du darüber reden möchtest, lernen möchtest, diskutieren möchtest, mach es, aber dann in seinem Fach. Ja? Aber nicht hier im Fiqh eine Sache sagen und dann im Usul machst du wieder was anderes. Aber es gibt nämlich Leute, die sagen, ach, dafür gibt es keinen Beweis. Und vorher hat er noch gelernt, zu den Beweisen gehört der Koran, die Sunna, der Ijma' und der Qiyas. Das sind Beweise, nicht mehr, aber das sind Beweise, über die sich die allermeisten Ulama einigen. Okay? Also Koran, Sunna, Ijma', alle sind sich auf einen, logischerweise. Aber Qiyas, da fängt es schon an. Aber er hat schon gelernt, gerade eben hat er auch gelernt, Qiyas ist ein Beweis. Wenn es darauf ankommt, sagt es gibt keinen Beweis. Ja, ach, der Beweis war der Qiyas, sagt er, nee, ach, logische Beweise, das sagst du nicht. Wieso? Gerade hast du noch gelernt, warst du nur einverstanden im Unterricht. Warum? Weil manchmal, es passiert natürlich, wenn man einfach lernt, dass man dann nicht umschalten kann, von dem einen auf den anderen. Das passiert. Ja. Aber deswegen nimmt man seine Religion von einem Gelehrten, damit man nicht sich selbst widerspricht. Wie dem auch sei, der Prophet a.s. in einem umstrittenen Hadith hat er seine beide Hände auf die Brust gelegt. Und wir sagen, wie gesagt, das ist in Ordnung. Sunnah, zweifellos. Aber wenn jemand tiefer macht, ist auch Sunnah. Und deswegen, als ich nachgeschaut, ich habe keinen Gelehrten gefunden, der explizit gesagt hat von den früheren Gelehrten, weil wir sagen ja immer Koran und Sunna, aber gemäß dem Verständnis unserer rechtschaffenen Vorfahren. Ja? Weil du bist ja nicht der Erste, der das Beten lernen möchte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du nach 1435 Jahren etwas herausfindest, was die Leute 15 Jahrhunderte lang nicht oder 14 Jahrhunderte nicht verstanden haben, ist nicht realistisch. Deswegen machen die Gelehrten diese Einschränkung, damit du nicht ein Hadith liest und etwas verstehst, was noch nie ein Weltenbewohner verstanden hat. Wird ein Mensch noch ein Djinn. Okay, was passiert? Manche Leute verstehen etwas, was vorher niemand gesagt hat. Ja? Deswegen, wie dem auch sei,
die, wie heißt es, Bezug auf unsere Thematik, wenn du nachschaust bei den Imamen, rahimahumullah, sie alle sagen. Und der eine sagt über den Brustnabel, der Bauchnabel, der andere sagt drunter und so weiter. Es gibt verschiedene Ansichten, weil die Sunna des Propheten hat es nicht eingeschränkt. Er hat nicht gesagt, so musst du es machen, anders ist es falsch. Hat er nicht gemacht. Deswegen, alles diese ist in Ordnung. Alhamdulillah. 4.4. Demut und Konzentration, Khushu' im Gebet und das Blicken auf die niederländischen Stelle. Der Betende ist verpflichtet, sein Gebet mit Demut und Konzentration zu verrichten. Er muss sich von allen Dingen fernhalten, die ihn vom Gebet ablenken könnten, wie zum Beispiel vor Verzierungen und Mustern zu beten. So soll er nicht zu seinem Zeitpunkt beten, zu dem Esel bereitsteht. Nochmal. So soll er nicht zu einem Zeitpunkt beten, zu dem Essen bereitsteht, das er zu sich nehmen möchte und auch nicht, wenn er auf die Toilette gehen muss. Na, das Demut und Konzentration, was man im arabischen Khushu' bezeichnet, sagt er, ist der Betende ist verpflichtet, sein Gebet mit Demut und Konzentration zu verrichten. Hier müssen wir aufpassen. Verpflichtet in welcher Hinsicht? Verpflichtet in welcher Hinsicht? Ist er verpflichtet? Das heißt, es ist eine Wajib Handlung des Salah. Wenn man das sagt, dann hat man ein großes Problem. Und dann würde man den Muslimen etwas aufbürden, was sie nicht tun können. Wenn du sagst, das Khushu' ist im Gebet ein Salah, im Salah ein Wajib, dann frage ich dich vom Anfang bis zum Ende. Yalla, dann wiederholt mal euer Fajr-Gebet. Und die Gebete, die die letzten Jahrzehnte alle gemacht haben. Okay? Weil das kann yani, niemand außer die Propheten, dass sie yani, in ihrem Gebet aufmerksam sind von A bis Z. Und vielleicht ein paar rechtschaffene Menschen, möge Allah uns zu ihnen gehören lassen, wenigstens ein paar Mal. Das heißt, diese Sache mit Khushu' ist keine Pflicht des Salah. Das heißt, nicht Teil des Salah, sondern höchstens Pflicht, in welcher Hinsicht? Für denjenigen, der die Vollkommenheit erreichen möchte. Pflicht für denjenigen, der die höchste Belohnung erhalten möchte. Pflicht für denjenigen, der so beten möchte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Aber ansonsten, wir kennen keine Anordnung, wo es heißt, ihr müsst in eurem Gebet Khushu' haben, demütig sein. Das wäre, ich will nicht sagen, des Guten zu viel, sondern das Gute kann man nicht zu viel sein, aber das wäre, würde unsere Leistung übersteigern. Wir könnten das nicht. Und Verzierungen und so, denke ich, ist klar, dass man versuchen soll. Und deswegen ist es leider yani, öfter, wenn man an Gebetsteppiche denkt man an Muster und Verzierungen. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich der Fall sein soll. Und überleg mal zu Hause deinen Gebetsteppich, den du hast, ob da nicht Verzierungen drauf sind. Und das heißt, derjenige, der das hergestellt hat, der hat irgendwie nicht ganz verstanden, warum er das herstellt. Ja? Und das ist leider sehr verbreitet. Na. Während des Stehens blickt der Beten auf die Stelle seiner Niederwerfung. Im Gebet darf er weder nach rechts noch nach links blicken, denn durch das Umherschauen erhascht und stiehlt der Satan die Konzentration und die Belohnung aus dem Gebet eines dienenden Menschen. Auch ist es im Gebet nicht erlaubt, seinen Blick zum Himmel zu erheben, das heißt nach oben zu schauen. Na, der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet uns über Yahya alaihi salatu wassalam, den Propheten Johannes, dass er eines Tages eine Offenbarung von Allah Azza wa Jalla bekommen hat und dann hat er die Leute in Beit al-Maqdis, das heißt in Jerusalem, in der heiligen oder in der gesegneten Moschee von Jerusalem versammelt und anwesend war unter denjenigen, die er ermahnen sollte, Jesus alayhi salatu wassalam und er sagte zu ihnen, inna allaha amarakum bis salah, fa idha sallaytum fala taltafitu fa inna allaha yuqbilu bi wajhihi ila wajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Das heißt, übersetzt ins Deutsche sinngemäß, wahrlich, Allah hat euch angeordnet zu beten. Wenn ihr also betet, dann wendet euch nicht ab, das heißt von der Qibla ab, denn Allah wendet sich mit seinem Angesicht in Richtung des Angesichtes seines Dieners, während er in seinem Salah ist, solange er sich nicht abwendet. Solange er sich nicht abwendet. Und deswegen, der Prophet a.s. hat uns erklärt, dass es eine Art Diebstahl des Shaitan ist,
gegenüber dem Betenden, wenn der Betende sich ablenken lässt. Schaut nach links und nach rechts, dadurch verringert sich die Belohnung in seinem Gebet, weil er weniger geschuat oder weniger aufmerksam ist, und das hat er als Diebstahl des Satans bezeichnet. 4.5, das Eröffnungsgebet, Dua al-Istiftah. Na, Istiftah bedeutet, kommt vom Verb Fataha. Fataha heißt öffnen. Fataha heißt öffnen. Und das ist sozusagen das Eröffnungsbittgebet. Danach beginnt man ein Bittgebet zu sprechen, das in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam authentisch belegt ist. Von diesen Bittgebeten gibt es sehr viele. Das bekannteste ist, wir sind das Arabisch erstmal. Ich mache auch gleich dann die Besetzung dazu. Denn eines unserer Ziele in Schadatale ist es, dass wir die Gebetstexte nicht nur lernen, sondern auch die Bedeutungen dieser Gebetstexte verinnerlichen. Wir möchten am Ende, dass wir ein Gebet verrichten und genau wissen, was wir in diesem Gebet sagen. Erst einmal, das Bittgebet, das hier der Autor, rahimahullah ta'ala, erwähnt hat, ist eins über Aisha unter anderem überliefert, radiallahu anha. Was heißt, dass der Prophet a.s.w. folgendes Bittgebet sprach zu Beginn des Salah: Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. So, diese vier Worte hat er gesprochen a.s.w. und übersetzt in Deutsch heißt es: O Allah, du bist frei von allen Unvollkommenheiten und dir gehört alles Lob. Segensreich ist dein Name, hoch und erhaben ist deine verherrlichende Majestät. Und es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer dir. Ein wunderbares Dua, eine reine Lobpreisung. Denn es gibt verschiedene Istiftah-Duas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und eines davon ist dieses. Und das ist eines der edelsten, weil es eine reine Lobpreisung ist. Ihr wisst, entweder du lobst Allah oder du bittest von ihm. Oder du lobst und bittest. Und all diese drei Versionen sind überliefert von den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Istiftah-Dua. Wir beginnen natürlich mit dem, wenn jemand ein anderes gelernt hat, darf auch ein anderes sprechen. Aber wir beginnen erstmal mit diesem, dass wir dieses eine lernen, weil das das kürzeste ist. Wallahu a'lam. Das kürzeste überlieferte ist, so viel ich weiß. Erst einmal Subhanaka. Subhanaka kommt vom arabischen Wort Sabbaha. Sabbaha bedeutet Tasbih machen, also Subhanallah sagen. Subhanallah sagen. Und wird meistens übersetzt mit gepriesen sei Allah oder wie hier frei von allen Vollkommenheiten sei Allah oder frei von allen Mängeln sei Allah. Das ist wie es meistens übersetzt wird. Was ist die Ursache dieser Übersetzung? Was ist die eigentliche sprachliche Bedeutung dieses Wortes? Das Wort Sabbaha kommt ursprünglich vom Wort As-Sabh. As-Sabh ist, auf Arabisch bedeutet das die Lehre. Oder das Lehre. Ihr seid alle Ausländer wie ich. Oder? Die Lehre? Mit zwei E oder EH? Ja. Also das Nichts sozusagen, was leer ist. Ein Kas Farig ist das nicht Farig, das ist nicht leer jetzt, okay? Aber wenn das leer wäre, würde man sagen, dieses Kas ist Farig, leer. Die Leere. طيب. Jetzt wissen wir, warum Allah sagt im Koran al-Karim, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Ein jeder Planet macht Sabh, Yasbah, in seiner eigenen Umlaufbahn. Warum? Weil er in der Leere ist, in der Schwebe ist. Richtig? Deswegen nennt man das Sabaha. Sabaha ist das Verb davon. Warum? Weil es in der Leere geschieht. Tayyib. Genauso, wenn wir schwimmen, nennt man das auf Arabisch Sabaha. Warum? Weil derjenige, der im Wasser schwimmt, ist so, als wäre er in der Leere. Weil er ist nicht auf dem Boden. Und er schwebt irgendwie. Verstehst du? Deswegen immer Sabaha. Und nicht umgekehrt.
Also es kommt ursprünglich von dem Planeten da oben, weil er Sabaha macht sozusagen. Okay? Und deswegen nennt man das Schwimmen ebenfalls Sabaha. Okay? Und deswegen, wir sagen nicht, ein jeder Planet schwimmt in seiner Umlaufbahn. Schwimmt nicht, er schwebt. Und wir nennen das Schwimmen Schweben, weil es so ähnlich ist, wie der Planet es oben macht. In der Schwerelosigkeit. Okay? Was wichtig ist. Nee, ich komme dazu. Weil wir müssen unterscheiden, erstmal, was wir gerade erforscht haben, ist die sprachliche Bedeutung des Wortes. Und dann müssen wir jetzt noch den Schwenker machen zur religiösen Bedeutung des Wortes. Weil wir wollen ja wissen, was es letztendlich religiös bedeutet. Ich meine, ihr habt die Bedeutung habt ihr schon da, aber ich will euch ja nur dahin führen. Okay? Mit dem auch sei, deswegen, weil genauso wie der Schwimmende frei von seinem Boden ist und ihn nicht braucht, und wie der Planet frei im All schwebt und auch nichts braucht, genauso Allah also ist frei von allem. Und frei von allen Mängeln. Frei von allen Unvollkommenheiten. Deswegen kann man es unterschiedlich übersetzen. Das ist der sprachliche Zusammenhang zwischen dem Tasbih, das ist der Zusammenhang zwischen der sprachlichen Bedeutung von Tasbih und der religiösen Bedeutung von Tasbih. Letztendlich lobpreist du Allah Azza wa Jal als den Höchsten, als den Hohen, als den Vollkommenen, der frei ist von jedem Mangel. Deswegen übersetzt man manchmal, sagt man Subhanallah, frei sei Allah von jedem Mangel oder von jedem Fehler. Ja. Oder hoch erhaben sei Allah oder gepriesen sei Allah. Das ist alles in Ordnung. Alle diese Übersetzungen passen in diesen Rahmen dieser Bedeutung, die man damit ausdrücken möchte. Allahumma. Allahumma ist ein anderer Ausdruck für Ja Allah. Und im Deutschen würde man sagen, O Allah. O ist ein Ausdruck, um jemanden seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das macht man im Arabischen eigentlich immer. Ich sage nicht, wenn ich einen Bruder rufen will, der Wali heißt zum Beispiel, dann sage ich nicht Wali im Arabischen, sondern sage ich Ja Wali. Und das ist sehr gut, weil wie oft passiert, dass man nicht beim ersten Mal gleich versteht, was gemeint ist. Ja. Und dann nochmal manchmal im Koran, Ja Ayyuha. Ja. Wie dem auch sei, das hat natürlich auch alles Bedeutungen, aber gemeint ist mit Ja einfach nur, um die Aufmerksamkeit des anderen auf sich zu lenken. Und wenn er dann merkt, da ruft jemand, dann hört er Wali, aha, jetzt weiß er, dass er gemeint ist. Also wir reden ja, Wali, gibt es einen Bruder, der heißt so, ja, unter uns, ja, nicht, dass jemand falsch denkt. طيب. Subhanaka Allahumma, das heißt Subhanaka, das heißt gepriesen seist du oder hoch erhaben seist du oder frei von allen Dingen seist du, O Allah. O Allah. Allahumma ist das gleiche wie O Allah. Wa bihamdika. Wortwörtlich heißt und mit deinem Hamd. Und mit deinem Hamd. Hamd ist das Lob. Ist das Lob. Und das Lob auf Arabisch oder loben bedeutet, dass man Allah freiwillig mit Schönem beschreibt. Loben bedeutet, jemanden mit Schönem freiwillig zu beschreiben. Das heißt, es gibt meine Aussage. Meine Aussage, das muss auch was Schönes sein, und es ist freiwillig. Nicht erzwungen. Das bedeutet Hamida. Und das würde man sagen, وَبِحَمْدِكَ, das heißt, ich preise dich mit deinem dir zustehenden Lob. Oder wie es hier übersetzt worden ist, und dir gehört alles Lob, aber besser, wie ich gerade gesagt habe, und ich preise dich oder ich lobe dich mit deinem dir zustehenden Lob. Welcher? Jede Form des Lobes. Welche Form des Lobes? Jede Form des Lobes. Denn sobald es Lob ist, haben wir gesagt, es ist eine schöne Sache. Wenn es eine schöne Sache ist, dann gebührt sie Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. Auf Deutsch, segensreich ist dein Name. Tabaraka smuk. Tabaraka kommt vom arabischen Wort Baraka.
Barakah auf Arabisch ist der Segen. Was heißt Segen sprachlich gesehen? Sprachlich gesehen heißt es An-Nama'u wa-Ziyada. An-Nama' ist der Zuwachs und Az-Ziyada ist der, das Zusätzliche. Das heißt, das Zusätzliche, der Zuwachs. Was heißt das? Das heißt, wenn du sagst, oh Allah, segne den Sohn so. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich hoffe, du meinst, was ich jetzt sage. Sag, oh Allah, segne den Bruder so und so. Das heißt, du hast irgendwas Gutes an ihm gesehen. Und du möchtest, dass Allah das Gute in ihm weiterhin bleiben lässt und dass er das Gute vermehrt. Oh Allah, segne den gelehrten so und so. Warum? Weil er ein Gelehrter ist, weil er Wissen hat. Dass mir Allah, lass bitte das Wissen, was er hat, bei ihm bleiben, dass es nicht weggeht und geschenke ihm noch mehr Wissen, als er Wissen hat. Das ist, was man mit Segen meint. Deswegen haben wir gesagt, sprachlich ist Al-Baraka, ist der Zuwachs und das Zusätzliche. Du wünschst für jemanden noch mehr Gutes. Das ist Baraka. Und wenn wir sagen, wa tabaraka ismuk, gesegnet sei dein Name, was wollen wir dadurch? Dadurch wollen wir den Segen Allahs herbeirufen. Wir wünschen uns durch die Erwähnung des Namens Allah, dass Allah uns segnet. Als würdest du sagen, oh Allah, bitte segne uns und schenke uns noch mehr Gutes, dadurch, dass wir deinen Namen erwähnen. Wa tabaraka ismuk. Und beim Verbinden sagt man, wa tabaraka ismuk. Und wenn man Bismillah sagt oder den Namen Allahs erwähnt beim Essen, dann wird dadurch das Essen gesegnet. Und wenn man den Namen Allahs am Anfang der Koranlesung erwähnt, wird die Lesung gesegnet. Und wenn man den Namen Allahs erwähnt, bevor man die Toilette betritt, dann wird die Aura beschützt vor den Augen der Jinn. Und wenn man Bismillah sagt, wenn man sein Haus betritt, dann verwehrt man dem Shaitan das Eintreten in das Haus. Und wenn man Bismillah beim Essen sagt, dann verwehrt man dem Shaitan durch diesen gesegneten Namen, dass der Shaitan Teil hat an diesem Essen. Und wodurch erwirbt man noch den Segen Allah subhanahu wa ta'ala? Durch verschiedene Dinge. Zum Beispiel durch den Iman und durch den Taqwa. Allah sagte, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. Das heißt, wenn die Bewohner der Städte geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, dann hätten wir ihnen Segnungen vom Himmel eröffnet, oder die Himmeltore sozusagen eröffnet und den Segen auf sie herabgesandt. Das Iman und Taqwa ist eine der wesentlichen Sachen, um Segen von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Ebenso, indem man den edlen Koran al-Karim liest. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Ein Buch, das wir zu dir herabgesandt haben, das gesegnet ist. Durch das Lesen des Koran al-Karim erhält man den Segen Allahs subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls durch den Dua. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, wenn jemand geheiratet hat, sagt er, Allahumma barik, ni baraka Allahu laka, wa baraka alayka, wa jama'a baynakuma fi khair. Das heißt, sinngemäß übersetzt, möge Allah dich segnen und durch dich segnen, dich segnen und für dich segnen, oder für dich segnen und durch dich segnen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch beiden im Guten vereinen, wie Imam Tirmidhi überliefert hat. Ebenso erhängt man den Segen Allah subhanahu wa ta'ala dadurch, dass man ehrlich ist beim Kaufgeschäft. Das heißt, du kaufst etwas oder du verkaufst etwas und du bist ehrlich und immer klar und deutlich. Eine der schlimmsten Sachen bei Kaufgeschäft, die zu Problemen führen, ja, ich habe das so gemeint. Wir haben eigentlich den Preis so ausgemacht. Ich habe eigentlich erwartet für das Geld, dass ich das und das bekomme. All diese Sachen sind ein Problem. Denn sagte der Prophet alayhi salatu wassalam, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yaftariqa. Das heißt, wenn zwei Leute miteinander ein Kaufgeschäft eingehen, haben sie die Wahl, vom Kaufvertrag zurückzutreten, solange sie nicht auseinandergegangen sind. Und dann sagte der Prophet, alayhi salatu wassalam,
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. Das heißt, wenn sie beide ehrlich sind und sie beide klar und deutlich gewesen sind, klar und deutlich, du kriegst 5 Euro, was kriege ich dafür? Dieses Brot. Ganz klar und deutlich und nicht so klar unklare Sachen, denn es gibt Leute, die sind Betrüger. Es gibt Leute, die sagen absichtlich unklare Sachen, damit du was anderes verstehst und nachher dich ärgerst. Und damit deine Scham dich davon abhält, nachher dein Recht zu verlangen. Die Leute nutzen das aus. Dann sagt es dann, wenn sie beide ehrlich sind und deutlich gesprochen haben, dann wird ihr Handel gesegnet werden. Burika lahum. Und umgekehrt sagt er, fa'in kadaba wa katama, das heißt, wenn sie gelogen haben und geheim gehalten haben, verkauft sein Auto, aber er dreht was an Tacho. Er verkauft sein Auto und sagt nicht, dass er eigentlich einen Schaden da hat. Er sagt, dass es nicht. Er verkauft sein Auto, wird gefragt, er hat einen Unfall gehabt und sagt, nee, er hat keinen Unfall gehabt. Hat aber schon 5 Unfälle hinter sich. Ja? Und so weiter und so fort. Oder er fragt auch, und wie viele Besitzer bist du? Ich bin der Erste, das stimmt nicht, ich bin schon der Dritte. Und so weiter und so fort. Der Prophet sagt, wenn sie gelogen haben und geheim gehalten haben, dann wird der Segen ihres Handels weggenommen. Das sind alles verschiedene Dinge, wodurch man den Segen bekommt. Ebenso, liebe Geschwister, sagt der Prophet, als letztes Beispiel, dass man gesegnet wird, wenn man Geld nimmt, mit der Absicht, auch dieses Geld herzugeben, zu spenden, dass man spendabel ist. Er sagte, ja, Hakim ibn Hizan, ein Sahabi, dem der Prophet einmal etwas Geld gegeben hat. Der Prophet, er hat ihn gefragt, gib mir etwas, hat ihm gegeben. Er sagt, in zweit, gib mir mehr. Und drittens gibt er mehr, sagt er ihm, ja, Hakim, hör zu. Dieses Geld, sagt er, Khadiratun hulwa, bedeutet sinngemäß übersetzt, dieses Vermögen, dieses Geld ist vergleichbar mit frischem, grünen, süßen Obst. Vergleichbar mit frischem, grünen, grün, Khadira, weil wenn es grünlich ist, dann ist es noch am Heranreifen. Das ist, was der Händler gerne haben möchte. Du gehst auch gerne, zum Beispiel Bananen kaufst, du willst nicht die Vollreifen haben, du willst die noch leicht grün sind, damit du nach Hause gehst, nicht schon kaputt sind. Okay? Deswegen ist es zwar noch nicht ganz reif, aber es ist am Heranreifen. Er sagt, dieses Vermögen ist wie frisches, grünes, süßes Obst. Wer es nimmt und dabei freigebig ist, freigebig, man sagt auch freigebig, auch spendabel. Wer es nimmt und da freigebig ist, den wird Allah es segnen. Aber es gibt wohl Gesetze, die anders verlaufen, als wir es denken. Wir sagen 1000 Euro minus 100 sind 900. Aber es gibt noch andere Gesetze, die auch eine Rolle spielen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. Dann sagt er, wer aber Vermögen nimmt und es nimmt, weil er danach strebt, wer das haben will, behalten will, das heißt, er will es stauen, er will es ansammeln, hat gar nicht vor, davon etwas herzugeben, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala es nicht segnen. كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعْ. Wie jemand, der isst und isst und isst, aber nicht satt wird. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. Die obere Hand, das heißt die gebende Hand, ist besser als die nebende Hand. Als die untere Hand, das ist die nebende Hand, überliefert in Sahih al-Imam al-Bukhari. طيب, das ist Wort, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk. Erstmal ta'ala kommt vom arabischen Wort ulu, die Höhe. Deswegen heißt es hoch erhaben, sagst du. Erhaben ist die übertragene Bedeutung von oben sein. Erhaben ist ein Konjunktiv, ist die übertragene Bedeutung. Allah subhanahu wa ta'ala ist oben und erhaben. Das heißt, er ist wirklich oben und gleichzeitig ist er oben im übertragenen Sinne. Seine Eigenschaften sind die höchsten Eigenschaften, die edelsten Eigenschaften. Also beides stimmt in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen wir ta'ala, das heißt ta'ala. Aber jadduk, al-jaddu, ist die Azama, ist die Gewaltigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, hoch erhaben und hier wie es überliefert, übersetzt, hoch und erhaben ist deine verherrlichende oder zu verherrlichende
Majestät. Wala ilaha ghayr, und es gibt keinen Gott anbetungswürdigen Gottheit außer dir. Taban, wortwörtlich heißt, es gibt keinen Gott außer dir. Das ist eine Erklärung. Also was damit gemeint? Eine anbetungswürdige Gott. Weil Gott, Götter gibt es viele. Im Sinne von, dass sie angebetet werden, immer Allah azza wa jal. Sprachliche Bedeutung davon gibt es viele. Gibt's viele. Aber wahre Gottheiten, der zu Recht angebetet wird, gibt es nur einen, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns befahl, das eröffnete Gebet zu sprechen. Aus diesem Grunde sollte es ein Muslim in jedem Gebet sagen. Na, taban, wie wir gesagt haben, das ist eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und auch wenn er das befohlen hat, alaihi salatu wassalam, so ist das auch eine Empfehlung hier. Warum? Weil er selbst, alaihi salatu wassalam, wurde danach gefragt. Also einmal Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam beobachtet im Salah. Und er hat, weil er hat ihn immer hinter ihm gebeten. Also kann auch im Gebet gewesen sein. Und dann sagt der Prophet Allahu Akbar. Und da war er still. Und dann hat er irgendwann angefangen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wie man es kennt. Und dann fragt Abu Huraira ihn, O Gesandter Allah, zwischen dem Takbir, Allahu Akbar, und zwischen deiner Lesung des Koran bist du kurz still. Was sagst du dabei? Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, ich sage dabei, und dann sagte er eine Form des Istiftah-Dua. Allahumma ba'ad bayni wa bayna khatayaya, kama ba'adta bayna al-mashiq al-marj, und so weiter. Der andere Dua, der ein bisschen länger ist, als den wir gerade gelernt haben. Und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, deutlicher Beweis, dass eben diese Istiftah-Dua eine Summe des Propheten ist, sallallahu alaihi wa sallam. Den hat er gar nicht angeworfen. Er wurde gefragt, was machst du? Man hat dich beobachtet, was machst du? Er sagt, ich mache das und das. Also weißt du, dass es eine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. An dieser Stelle, Geschwister, machen wir wieder inshallah eine Viertelstunde Pause. Aber diesmal, Entschuldigung, weniger, machen nur so 5 Minuten Pause. Und damit wir noch die Unterrichtseinheit noch vor dem Dhuhr-Gebet machen. Und dann lasse ich sallallahu alaihi wa sallam. Vollkommenen, der frei ist von jedem Mangel. Deswegen übersetzt man manchmal, sagt man, Subhanallah, frei sei Allah von jedem Mangel oder von jedem Fehler. Ja. Oder hoch erhaben sei Allah oder gepriesen sei Allah. Das ist alles in Ordnung. Alle diese Übersetzungen passen in diesen Rahmen dieser Bedeutung, die man damit ausdrücken möchte. Allahumma. Allahumma ist ein anderer Ausdruck für Ja Allah. Und im Deutschen würde man sagen, O Allah. O ist ein Ausdruck, um jemanden seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das macht man im Arabischen eigentlich immer. Ich sage nicht, wenn ich einen Bruder rufen will, der Wali heißt zum Beispiel, dann sage ich nicht Wali im Arabischen, sondern sage ich Ja Wali. Und das ist sehr gut, weil wie oft passiert, dass man nicht beim ersten Mal gleich versteht, was gemeint ist. Dann sagt man Ja und dann nochmal manchmal im Koran Ja Ayyuha. Ja. Wie dem auch sei, das hat natürlich auch alles Bedeutungen, aber gemeint ist mit Ja einfach nur, um die Aufmerksamkeit des anderen auf sich zu lenken. Und wenn er dann merkt, da ruft jemand, dann hört er Wali, aha, jetzt weiß er, dass er gemeint ist. Also wir reden ja, Wali, gibt es einen Bruder, der heißt so, ja, unter uns, ja, nicht, dass jemand falsch denkt. Tayyib, Subhanaka Allahumma, das heißt, Subhanaka, das heißt, gepriesen seist du oder hoch erhaben seist du oder frei von allen Dingen seist du, O Allah. O Allah. Allahumma ist das gleiche wie O Allah. Wa bihamdika. Wortwörtlich heißt und mit deinem Hamd. Und mit deinem Hamd. Hamd ist das Lob. Ist das Lob. Und das Lob auf Arabisch oder loben bedeutet, dass man Allah freiwillig mit Schönem beschreibt. Loben bedeutet, jemanden mit Schönem freiwillig zu beschreiben. Das heißt, es gibt meine Aussage. Meine Aussage, das muss auch was Schönes sein und es ist freiwillig. Nicht erzwungen. Das ist, bedeutet Hamida. Und das würde man sagen, Wabihamdika, das heißt, ich preise dich mit deinem dir zustehenden Lob. Oder wie es hier übersetzt worden ist, und dir gehört alles Lob, aber besser, wie ich gerade gesagt habe, und ich preise dich oder ich lobe dich mit deinem
dir zustehenden Lob. Welcher? Jede Form des Lobes. Welche Form des Lobes? Jede Form des Lobes. Denn sobald es Lob ist, haben wir gesagt, es ist eine schöne Sache. Wenn es eine schöne Sache ist, dann gebührt sie Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. Auf Deutsch, segensreich ist dein Name. تَبَارَكَ اسْمُكَ. Tabaraka kommt vom arabischen Wort Baraka. Baraka auf Arabisch ist der Segen. Was heißt Segen sprachlich gesehen? Sprachlich gesehen heißt es An-Nama'u wa-Ziyada. An-Nama' ist der Zuwachs und An-Ziyada ist der, das Zusätzliche. Das heißt, das Zusätzliche, der Zuwachs. Was heißt das? Das heißt, wenn du sagst, oh Allah, segne den Sohn so. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber ich hoffe, du meinst, was ich jetzt sage. Sag, oh Allah, segne den Bruder so und so. Das heißt, du hast irgendwas Gutes an ihm gesehen und du möchtest, dass Allah das Gute in ihm weiterhin bleiben lässt und dass er das Gute vermehrt. Und Allah segne den Gelehrten so und so. Ja, warum? Ja, weil er ein Gelehrter ist, weil er Wissen hat. Dass mir Allah, lass bitte das Wissen, was er hat, bei ihm bleiben, dass es nicht weggeht und geschenke ihm noch mehr Wissen, als er Wissen hat. Das ist, was man mit Segen meint. Deswegen haben wir gesagt, sprachlich ist Al-Baraka, ist der Zuwachs und das Zusätzliche. Du wünschst für jemanden noch mehr Gutes. Das ist Baraka. Und wenn wir sagen, wa tabaraka ismuk, gesegnet sei dein Name, was wollen wir dadurch? Dadurch wollen wir den Segen Allahs herbeirufen. Wir wünschen uns durch die Erwähnung des Namens Allah, dass Allah uns segnet. Als würdest du sagen, oh Allah, bitte segne uns und schenke uns noch mehr Gutes, dadurch, dass wir deinen Namen erwähnen. Wa tabaraka ismuk. Und beim Verbinden sagt man, wa tabaraka ismuk. Und wenn man Bismillah sagt oder den Namen Allahs erwähnt beim Essen, dann wird dadurch das Essen gesegnet. Und wenn man den Namen Allahs am Anfang der Koranlesung erwähnt, wird die Lesung gesegnet. Und wenn man den Namen Allahs erwähnt, bevor man die Toilette betritt, dann wird die Aura beschützt vor den Augen der Jinn. Und wenn man Bismillah sagt, wenn man sein Haus betritt, dann verwehrt man dem Shaitan das Eintreten in das Haus. Und wenn man Bismillah beim Essen sagt, dann verwehrt man dem Shaitan durch diesen gesegneten Namen, dass der Shaitan Teil hat an diesem Essen. Und wodurch erwirbt man noch den Segen Allah subhanahu wa ta'ala? Durch verschiedene Dinge. Zum Beispiel durch den Iman und durch den Taqwa. Allah sagte, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. Das heißt, wenn die Bewohner der Städte geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, dann hätten wir ihnen Segnungen vom Himmel eröffnet, die Himmeltore sozusagen eröffnet und den Segen auf sie herabgesandt. Das Iman und Taqwa ist eine der wesentlichen Sachen, um Segen von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Ebenso, indem man den edlen Koran al-Karim liest. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Ein Buch, das wir zu dir herabgesandt haben, das gesegnet ist. Durch das Lesen des Koran al-Karim erhält man den Segen Allahs subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls durch den Dua. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, wenn jemand geheiratet hat, sagt er, Allahumma barik, baraka Allahu laka, wa baraka alayka, wa jama'a baynakuma fi khair. Das heißt, sinngemäß übersetzt, möge Allah dich segnen und durch dich segnen, dich segnen und für dich segnen, oder für dich segnen und durch dich segnen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch beiden im Guten vereinen, wie Imam Tirmidhi überliefert hat. Ebenso erhält man den Segen Allah subhanahu wa ta'ala dadurch, dass man ehrlich ist beim Kaufgeschäft. Das heißt, du kaufst etwas oder du verkaufst etwas und du bist ehrlich
und immer klar und deutlich. Eine der schlimmsten Sachen bei Kaufgeschäften, die zu Problemen führen, ja, ich habe das so gemeint. Wir haben eigentlich den Preis so ausgemacht. Ich habe eigentlich erwartet für das Geld, dass ich das und das bekomme. All diese Sachen sind ein Problem. Denn sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yaftariqa. Das heißt, wenn zwei Leute miteinander ein Kaufgeschäft eingehen, haben sie die Wahl, vom Kaufvertrag zurückzutreten, solange sie nicht auseinandergegangen sind. Und dann sagte der Prophet alayhi salatu wassalam, fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Das heißt, wenn sie beide ehrlich sind und sie beide klar und deutlich gewesen sind, klar und deutlich, du kriegst 5 Euro, was kriege ich dafür? Dieses Brot. Ganz klar und deutlich und nicht so klar, unklare Sachen, denn es gibt Leute, die sind Betrüger. Es gibt Leute, die sagen absichtlich unklare Sachen, damit du was anderes verstehst und nachher dich ärgerst. Und damit deine Scham dich davon abhält, nachher dein Recht zu verlangen. Die Leute nutzen das aus. Der Prophet sagt zwar auch, wenn sie beide ehrlich sind und deutlich gesprochen haben, dann wird ihr Handel gesegnet werden. Burika lahum. Und umgekehrt sagt er, fa'in kadaba wa katama, das heißt, wenn sie gelogen haben und geheim gehalten haben, verkauft sein Auto, aber er dreht was an Tacho. Er verkauft sein Auto und sagt nicht, dass er eigentlich einen Schaden da hat. Er sagt, das ist. Er verkauft sein Auto, wird gefragt, hat er einen Unfall gehabt? Und sagt, nö, hat keinen Unfall gehabt. Hat aber schon 5 Unfälle hinter sich. Ja? Und so weiter und so fort. Oder er fragt Auto, und wie viel den Besitzer bist du? Ich bin der Erste, das stimmt nicht, ich bin schon der Dritte. Und so weiter und so fort. Der Prophet sagt, wenn sie gelogen haben und geheim gehalten haben, dann wird der Segen ihres Handels weggenommen. Das sind alles verschiedene Dinge, wodurch man den Segen bekommt. Ebenso, liebe Geschwister, sagt der Prophet والسلام, als letztes Beispiel, dass man gesegnet wird, wenn man Geld nimmt, mit der Absicht, auch dieses Geld herzugeben, zu spenden, dass man spendabel ist. Er sagte, ja, Hakim ibn Hizan, ein Sahabi, den der Prophet ﷺ einmal etwas Geld gegeben hat. Der Prophet, er hat ihn gefragt, gib mir etwas, hat ihm gegeben. Er sagt, in zweit, gib mir mehr. Und drittens, gibt er mehr, sagt er ihm, ja, Hakim, hör zu. Dieses Geld, sagt er, hadha al-mal, khadiratun hulwa. Khadiratun hulwa bedeutet sinngemäß übersetzt, dieses Vermögen, dieses Geld ist vergleichbar mit frischen, grünen, süßen Obst. Vergleichbar mit frischen, grünen. Grün, Khadira, weil wenn es grün nicht ist, dann ist es noch am Heranreifen. Das ist, was der Händler gerne haben möchte. Du gehst auch gerne, zum Beispiel Bananen kaufst, du willst nicht die Vollreifen haben. Du willst die noch leicht grün sind, damit du nach Hause gehst, nicht schon kaputt sind. Okay? Deswegen ist es zwar noch nicht ganz reif, aber es ist am Heranreifen. Er sagt, dieses Vermögen ist wie frisches, grünes, süßes Obst. Wer es nimmt, und dabei freigebig ist, das ist freigebig, man sagt auch freigebig, auch spendabel, wer es nimmt und dabei freigebig ist, den wird Allah es segnen. Ah, es gibt wohl Gesetze, die anders verlaufen, als wir es denken. Wir sagen 1000 Euro minus 100 sind 900. Aber es gibt noch andere Gesetze, die auch eine Rolle spielen bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. Er sagt, wer aber Vermögen nimmt und es nimmt, weil er danach strebt, wer das haben will, behalten will, das heißt, will es stauen, er will es ansammeln, hat gar nicht vor, davon etwas herzugeben, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala es nicht segnen. كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعْ. Wie jemand, der isst und isst und isst, aber nicht satt wird. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. Die obere Hand, das heißt die gebende Hand, ist besser als die nebende Hand, als die untere Hand, das ist die nebende Hand. Überliefert in Sahih al-Imam al-Bukhari. طيب, das ist Wort, وَتَبَارَكَ كَسْمُكْ وَتَعَالَى جَدُّكْ. Erstmal Ta'ala kommt vom arabischen Wort Ulu, die Höhe. Deswegen heißt es hoch erhaben, sagst du. Erhaben ist die übertragene Bedeutung von oben sein. Erhaben ist ein Konjunktiv. Ist die übertragene Wirkung. Allah subhanahu wa ta'ala ist oben
und erhaben. Das heißt, er ist wirklich oben und gleichzeitig ist er oben im übertragenen Sinne. Seine Eigenschaften sind die höchsten Eigenschaften, die edelsten Eigenschaften. Also beides stimmt in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen wir Ta'ala, das heißt Ta'ala. Aber Jadduk, Al-Jaddu, ist die Azama, ist die Gewaltigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, hoch erhaben, und hier wie es überliefert, übersetzt, hoch und erhaben ist deine verherrlichende oder zu verherrlichende Majestät. وَلَا إِلَهَ غَيْرُ Es gibt keinen anbetungswürdigen Gottheit außer dir. Taban, wortwörtlich heißt, es gibt keinen Gott außer dir. Das ist eine Erklärung. Also was damit gemeint? Ein anbetungswürdiger Gott. Weil Gott, Götter gibt es viele. Im Sinne von, dass sie angebetet werden, immer Allah azza wa jalla. Sprachliche Bedeutung davon gibt es viele. Gibt's viele. Aber wahre Gottheiten, der zu Recht angebetet wird, gibt es nur einen, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns befahl, das eröffnete Gebet zu sprechen. Aus diesem Grunde sollte es ein Muslim in jedem Gebet sagen. Na, taban, wie wir gesagt haben, das ist eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und auch wenn er das befohlen hat, alaihi salatu wa sallam, so ist das auch eine Empfehlung hier. Warum? Weil er selbst, alaihi salatu wa sallam, wurde danach gefragt. Also einmal Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beobachtet im Salah. Und er hat, weil er hat ihn hinter dem Gebet, also kann auch im Gebet gewesen sein. Und dann sagt der Prophet Allahu Akbar, und da war er still. Und dann hat er irgendwann angefangen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wie man es kennt. Und dann fragt Abu Huraira ihn, oh Gesandte Allah, zwischen dem Takbir, Allahu Akbar, und zwischen deiner Lesung des Koran bist du kurz still. Was sagst du dabei? Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, ich sage dabei, und dann sagte er eine Form des Istiftah-Dua. Allahumma ba'ad bayni wa bayna khatayaya, kama ba'adta bayna al-mashyiq al-marj und so weiter. Der andere Dua, der ein bisschen länger ist, als den wir gerade gelernt haben. Und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, deutlicher Beweis, dass eben diese Istiftah-Dua eine Sunna des Propheten ist, sallallahu alaihi wa sallam. Den hat er gar nicht angeboten. Er wurde gefragt, was machst du? Man hat dich beobachtet, was machst du? Er sagt, ich mache das und das. Also weißt du, dass es eine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. An dieser Stelle, liebe Geschwister, machen wir wieder, inshallah, eine Viertelstunde Pause. Aber diesmal, Entschuldigung, weniger, machen nur so 5 Minuten Pause. Und damit wir noch die Unterrichtseinheit noch vor dem Dhuhr-Gebet machen. Und dann läuft es sallallahu alaihi wa sallam. Du gehst auch gerne, zum Beispiel Bananen kaufst. Du willst nicht die Vollreifen haben, du willst die noch leicht grün sind, damit du nach Hause gehst, nicht schon kaputt sind. Okay? Deswegen ist es zwar noch nicht ganz reif, aber es ist am Heranreif. Er sagt, dieses Vermögen ist wie frisches, grünes, süßes Obst. Wer es nimmt und dabei freigebig ist, das heißt freigebig, man sagt auch freigebig, auch spendabel, wer es nimmt und dabei freigebig ist, dem wird Allah es segnen. Amen. Es gibt wohl Gesetze, die anders verlaufen, als wir es denken. Wir sagen 1.000 Euro minus 100 sind 900. Aber es gibt noch andere Gesetze, die auch eine Rolle spielen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. Dann sagt er, wer aber Vermögen nimmt und es nimmt, weil er danach strebt, wer das haben will, behalten will, das heißt, will es stauen, er will es ansammeln, hat gar nicht vor, davon etwas herzugeben, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala es nicht segnen. كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ Wie jemand, der isst und isst und isst, aber nicht satt wird. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى Die obere Hand, das heißt die gebende Hand, ist besser als die nebende Hand, als die untere Hand, das ist die nebende Hand. Überliefert in Sahih al-Imam al-Bukhari. طيب. Das ist Wort Tabarak Asmuk, Wort Ta'ala Jadduk. Erstmal Ta'ala kommt vom Arabischen Wort Ulu, die Höhe. Deswegen heißt es hoch erhaben, sagst du. Erhaben ist die übertragene Bedeutung von oben sein. Erhaben ist ein Konjunktiv, ist die übertragene Bedeutung. Allah subhanahu wa ta'ala ist oben und erhaben. Das heißt, er ist wirklich oben. Und gleichzeitig ist er oben im übertragenen Sinne. Seine Eigenschaften sind die höchsten Eigenschaften, die edelsten Eigenschaften. Also beides stimmt in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen wir Ta'ala, das heißt Ta'ala. Aber Jadduk, Al-Jaddu,
ist die Azama, ist die Gewaltigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, hoch erhaben, und hier, wie es überliefert, übersetzt, hoch und erhaben ist deine verherrlichende oder zu verherrlichende Majestät. Wala ilaha ghayr, und es gibt keinen gottanbetungswürdigen Gottheit außer dir. Aber ein Wortwörtlich heißt, es gibt keinen Gott außer dir. Das ist eine Erklärung. Also was ist damit gemeint? Eine Anbetung für die Gott. Weil Gott, Götter gibt es viele. Im Sinne von, dass sie angebetet werden, immer Allah azza wa jal. Sprachliche Bedeutung davon gibt es viele. Aber wahre Gottheiten, der zu Recht angebetet wird, gibt es nur einen, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns befahl, das Eröffnungsgebet zu sprechen. Aus diesem Grunde sollte es ein Muslim in jedem Gebet sagen. Na, taban, wie wir gesagt haben, das ist eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und auch wenn er das befohlen hat, alaihi salatu wassalam, so ist das auch eine Empfehlung hier. Warum? Weil er selbst, alaihi salatu wassalam, wurde danach gefragt. Also einmal Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beobachtet im Salah. Und er hat, weil er hat ihn immer hinter ihm gebeten. Also kann auch im Gebet gewesen sein. Und dann sagt der Prophet Allahu Akbar, und da war er still. Und dann hat er irgendwann angefangen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wie man es kennt. Und dann fragt Abu Huraira ihn, Gesandter Allah, zwischen dem Takbir, Allahu Akbar, und zwischen deiner Lesung des Koran bist du kurz still. Was sagst du dabei? Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, ich sage dabei, und dann sagte er eine Form des Istiftah Dua. Allahumma ba'ad bayni wa bayna khatayaya, kama ba'adta bayna al-mashyiq al-mar, und so weiter. Der andere Dua, der ein bisschen länger ist, als den wir gerade gelernt haben. Und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, deutlicher Beweis, dass eben diese Istiftah Dua eine Summe des Propheten ist, sallallahu alaihi wa sallam. Den hat er gar nicht angeboten. Dann wurde gefragt, was machst du? Man hat dich beobachtet, was machst du? Er sagt, ich mache das und das. Also weißt du, dass es eine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Okay. An dieser Stelle, liebe Geschwister, machen wir wieder, inshallah, eine Viertelstunde Pause. Aber diesmal, Entschuldigung, weniger, machen nur so 5 Minuten Pause. Und damit wir noch die Unterrichtseinheit noch vor dem Dhuhr-Gebet machen. Und dann weiß ich, sallallahu alaihi wa sallam. Wurde danach gefragt. Also einmal Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beobachtet im Salah. Und er hat, weil er hat ihn immer hinter ihm gebeten. Also kann auch im Gebet gewesen sein. Und dann sagt der Prophet Allahu Akbar, und da war er still. Und dann hat er irgendwann angefangen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wie man es kennt. Und dann fragt Abu Huraira ihn, Gesandter Allah, zwischen dem Takbir, Allahu Akbar, und zwischen deiner Lesung des Koran bist du kurz still. Was sagst du dabei? Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, ich sage dabei, und dann sagte er eine Form des Istiftah Dua. Allahumma ba'ad bayni wa bayna khatayaya, kama ba'adta bayna al-mashyiq al-mar, und so weiter. Der andere Dua, der ein bisschen länger ist, als den wir gerade gelernt haben. Und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, deutlicher Beweis, dass eben diese Istiftah Dua eine Summe des Propheten ist, sallallahu alaihi wa sallam. Den hat er gar nicht angeboten. Dann wurde gefragt, was machst du? Man hat dich beobachtet, was machst du? Er sagt, ich mache das und das. Also weißt du, dass es eine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Okay. An dieser Stelle, liebe Geschwister, machen wir wieder, inshallah, eine Viertelstunde Pause. Aber diesmal, Entschuldigung, weniger, machen nur so 5 Minuten Pause. Und damit wir noch die Unterrichtseinheit noch vor dem Dhuhr-Gebet machen. Und dann weiß ich, sallallahu alaihi wa sallam. Man hat dich beobachtet, was machst du? Er sagt, ich mache das und das. Also weißt du, dass es eine Sunna ist des Propheten.